motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous chanter ensemble, nous l'indépendants. April 2021. Wir haben unsere Sachen gepackt. Es geht jetzt auf eine 12-tägige Rundtour durch Mexiko. Zuerst nach San Cristobal Las Casas, dann nach Palenque, den kennen Sie vielleicht noch, und anschließend noch zum Aqua Azul. Limelight, pass hier schön auf, dass du hier noch schwimmst, wenn wir wiederkommen. Das wäre doch schön, wenn sie das tun würde. Kontrollstation. Was sollen wir uns abschneiden? Upsa. War noch nur. Mit meinem Kopf oben gegen gekommen. Und da trifft man hier mitten in Mexiko ein deutsches Wohnmobil aus Ulm. Glaube ich. Schön mit dem Jeep Cherokee hinten dran. In Tuxtla angekommen, sind hier im Haus vom Pedro. Da dürfen wir auch übernachten. Und das ist seine Cousine. Da wird jetzt alles geklärt. Den Schlüssel, ach, ne, nicht, den geben wir dann vorne im Hotel ab. Oder wie machen wir das? Ja, habe ich dir schon gesagt. Küche, die dürfen wir benutzen. Hier wohnt noch jemand. Vielleicht lernen wir die auch noch kennen. Ein Pool gibt es auch. Wir müssen jetzt nur noch den Poolboy suchen. Das ist geil. Jetzt haben wir hier unsere Zimmer bezogen. Nette, gehen wir in unser Zimmer. Da, oh, guckt euch das an. Ein Riesenbett. Da findet die Annette heute Nacht gar nicht drin. Und ich darf kuscheln kommen, wurde mir gesagt. Kuscheln kommen, ja, ja, ja. Und dann gucken wir mal, wo die Fradodins untergebracht sind. Ah, super. Ja. Ja. Dann? Ja, Mango. Ich komme da gar nicht dran. Hast du mal einen Piekser? Also keine Fingernägel? Nicht mehr. Also das ist jetzt eine typische Spezialität von Chiapas. Kakao mit Kaffee und Mango und Erdnüsse. Ja. Es mío. Es mío. Sí, le gusta. Agarre la botanita. Das muss man immer alles dazu essen, ja, damit das auch richtig runtergespielt wird. Ach ja. Das ist wie Tequila, da muss man auch immer was zu essen. Ja. Kaffee und Kakao. Gut. Du und Kaffee und Kakao? Ihr Nombre? Oder so? Fabiola. Fabiola. Ah, Miguel. Miguel.
Okay. Okay. Perfect. Yeah. ¿Y tú? Yes. ¿Tenemos? Sí. ¿Sí? ¡Salud, Pumpo! ¡Salud, Pumpo! ¡Se llama Pumpo! Ach so, ich dachte, wir können aus dem Ding trinken. Ah, das ist hier die Spezialität im Las Pichanchas. Las Pichanchas. Las Pichanchas. Bienvenidos a Las Pichanchas. Sirve el pulpo. ¿La bebida tradicional es esta? Es elaborada a base de piña natural, agua mineral, hielos, limones y vodka. Se sirve en el pulpo rebosante de bondi. Y su verso es caminante. Ah, jetzt gibt es eine typische Suppe von Chiapas. Und da kriegen wir alles erklärt. Chipili! Ah, Chipili! Ah, okay. Also das ist ein Blatt, das in der Sierra de Chiapas vorkommt. Ein Blatt. Und grüne Logik ist. Also es ist logisch grün. Hey, du bist besser, ja? Tour beginnt. Wir fahren wohin? Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Wir wollten eigentlich mit der Lancia fahren, aber momentan sitzen wir im Bus. Oh, wir sind kurz vorm Einstieg. Hier, das ist unsere Mega Lancia. Oh, neuer 225 PS Suzuki Motor. Perfekt. Einen Affen.
der den sie gerade auch. Manchmal ist das hier ein Wasserfall. Oh ja. Este es el ave de Carroña. Esta ave es familia de roca o el enrocamiento. Nur da hinten ist die Staumauer und hier links noch mal ein Monument von den Arbeitern, die hier an dem Staudamm gearbeitet haben. Und natürlich wird dort auch Strom erzeugt. Wir haben die Tour geschafft, ein bisschen über 2 Stunden. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg und suchen das Auto. Da oben zu dem Christus wollen wir hoch. Der ist größer als der Christus von Rio de Janeiro. Der ist nämlich 48 Meter hoch. Ah. So, jetzt sind wir hier oben und was ist es? Nichts. Geschlossen. Wegen Überfüllung. Aber da oben hüpft immer rum. Ja. Also Annette, bitte frag mal, wie wir da reinkommen. Jetzt haben wir hier einen Ausblick auf Tuxtla. Und da hinten sind wir vorhin in den Canyon gefahren. Naja, Ferien, das ist, was wir geschenkt haben, so eine Bude. Tuxtla. Angeblich 450.000 Einwohner. Heute wieder ein typisch mexikanisches Restaurant. Und als Vorspeise gibt es erstmal Heuschrecken. Heuschrecken sind aber kleine Heuschrecken. Du bist in der Sorge, dass das hier eine kleine Heuschrecke ist. Der Frank, der isst die jetzt einfach so. Der isst die. Oh, und dem schmecken die auch. Super. So, die Annette, die zeigt euch jetzt, wie man hier in Mexiko Mezcal trinkt. Also. Wenn mir die Schnüssel nicht schon brennen würde, weißt du? Ein kleiner Schluck Mezcal. Ja. Mezcal. Und schlucken. Runterschlucken. Runterschlucken. Danach kleine Heuschrecke direkt hinterher schubsen. Heuschrecke? Ja, ist das?
Nee, erst die Orange. Orange? Ja. Sie. Dann erst das. Dann in das? Chili gewälzter Rettich. Anschließend ein Biss in die frische Orange mit Chili-Salzpulver. Und jetzt guckst du uns mal in die Augen. Geht noch. Noch kann sie gucken. Bin noch nicht erblindet. Also es geht weiter hier. Jetzt gibt es Guacamole mit Heuschrecken. Mit typischen Fladen und dann gibt es da Tacos. Auch hier in Mexiko ist es wahrscheinlich wie überall auf der Welt, man muss den Leuten erklären, wie man sich am besten die Hände wäscht. Dank Fabri haben wir heute wieder mal super gegessen. Alles typisch mexikanisch. Es war ein toller Abend. Also gut, dass wir hier nach Tuxtla gefahren sind und die Einladung von Pedro angenommen haben, in seinem Haus zu übernachten und mit seiner Nichte hier durch die Restaurants und Bars zu ziehen. Mexiko, tolles Land, tolle Leute, super Essen, super Mezcal. Jetzt wird hier mit Pedro. Er kann uns auch gerne auf dem Boot besuchen kommen. Eine Runde fahren. Ah, mire, están diciendo, también puede venir a visitarnos al barco. Pedro telefoniert mit Google übersetzt. Auch wenn du ein Boot nicht magst, wir liegen im Moment in der Marina. Da merkt man das auf dem Boot sein nicht so sehr. Dice. Incluso si no le gusta un barco, actualmente estamos en el puerto deportivo. Realmente no te das cuenta de que estás en el barco. Que usted vaya al barco, que ahí está en el deportivo. Algo así que lo va a conocer. Schade, freue mich so. Ahora que venga, los alcanzo allá y llego a ver sus. Ok. Ok. Bueno, tío. Perfecto. Entonces, te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. In San Cristobal, in dem Hotel, was uns empfohlen und reserviert wurde, angekommen. Und jetzt sieht ja richtig nett aus hier. Hola! Wir haben unser Zimmer bezogen. Sehr schön, auch wieder ein Balkon, da drüben, wie immer unsere Nachbarn, unser Nachbarboot. Leider ist das hier überdacht. Meine beiden hat's erwischt, Montezumas Rache, zu viel scharfes mexikanisches Essen. Heuschrecken, Würmer, Mezcal, natürlich auch scharfe Soße. Wir hoffen mal, dass sie morgen wieder gesund sind, dass sie auch hier San Cristobal de las Casas genießen können. Ja, nicht, dass du morgen umfällst, ne? Also ich wünsche euch gute Genesung. Danke. Der Miguel, der geht nämlich jetzt in die Stadt,
Er hat Hunger. Also hier boomt der Tourismus noch. Und auch da ist der Burger King. Fassade sieht schön aus und hier ringsrum alles Verkaufsstände, überwiegend mit chinesischem Plunder. So was Leckeres gibt es hier heute. Komm, Micha. Herrlichen Frühstücksplatz haben wir gefunden. Das Wetter ist wieder schön. Die Temperatur ist sehr angenehm. Was meint ihr, wie viel Grad haben wir so? Kommt drauf an. 23 Grad. In der Sonne ein bisschen wärmer. Auf jeden Fall ist es eine große Umstellung. Annette geht es auch ein bisschen besser wieder. Sie hatte Durchfall. Der Glenn hat immer noch Durchfall. Yay! Also ich würde, wenn du mich nach der Meinung warst, mehr nach Farbe gucken. Mir wäre es zu blass. Du kannst Farbe tragen. Naja, ist dann die braune Haut da drunter? Ja, genau. Nee. Michael hat jetzt Vorstellungen. Nee. Aber das ist doch super schön. Was? Nee. Wie ein Sack wahrscheinlich. Also wenn du mich fragst, nein. Und da werden die Waren hergestellt. Direkt am Straßenrand. Das Gute ist ja bei den GoPros, da kannst du ja richtig weit reinzoomen, dann noch digital, weil die Qualität doch wirklich sehr gut ist. Heute durfte ich mir endlich mal eine Machete kaufen mit Lederscheide und hier die Machete. Und jetzt guckt mal, wo die herkommt. Die kommt nämlich von den Gebrüdern Weinsberg aus Solingen. Und das Ganze für 10 Dollar. Ende der Fußgängerzone ist an beiden Enden jeweils eine Kirche. Kleines Gesundheitsupdate. Mittlerweile hat es uns drei komplett erwischt und die Dorothea
hat heute Nacht auch angefangen. Der Einzige, der noch fit ist, ist der Frank. Und die Annette schon wieder, oder? Also ist noch nicht so richtig weg, sagst du. Und jetzt geht's auf nach Palenque. Il a droit pour tout et m'a fait autant de mon la voix.